Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Community. Hier beim allerersten, super neuen, brandaktuellen Eulencast. Ich begrüße euch. Ihr habt dementsprechend wieder die Möglichkeit, die ganzen News, die ich euch schriftlich an den Kopf baller, auch im Audioformat zu hören. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, habe ich mir gedacht, Mensch, mache ich das nicht alleine? Da irgendwie keiner wollte, ist nur der Doc übrig geblieben. Also müsst ihr jetzt mit Doc vorlieb nehmen. Das ist Nein. ja nett. Nein, der Doc ist natürlich wieder voll mit am Start, auch super motiviert und ja, ein wunderschönen Doc. Ja, man könnte sagen, ich bin jetzt die Ehreneule, wo ich jetzt ja auch Druide spiele und so, Baum und Eule, so, ne, Dual Speck und so. Ähnlich wie bei dir, nur bei mir ist es andersrum. Bei mir ist mehr der Baum primär. Also ich bin praktisch der Baum für dich. Ja, du bist ja auch scheiße. Nein, du verstehst falsch. Du bist die Eule und ich bin dein Baum, hä? Oh Gott. Gut, den Part mit den Flachwitzen klappt schon mal super. Oh, ey, naja. Wer sich das Opening nochmal anhören möchte und dann mit einem Baum tanzen möchte, kann das gerne mal tun. Das passt, denke ich, sehr gut. Haben wir irgendwie gerade so relativ spontan vor Genau. Podcast-Beginn festgestellt. Ja, was gab's denn an News? Es gab einiges an News in der letzten Zeit. Wir Echt rattern viel, heute, ja. ja, relativ viel. Wir rattern einfach mal runter und wenn ihr es nicht mehr hören könnt, müsst ihr entweder abschalten oder, ja, es einfach weiter ertragen, würde ich mal sagen. Was anderes bleibt euch nicht übrig. Aber wäre schade, es einfach nicht weiterzuhören, weil ihr habt es ja auch schon runtergeladen. Wer verschwendete Zeit? Kosten-Nutzen-Effekt? Hm? Wisst ihr Jetzt fangen Bescheid? an, schalten Sie wirklich gleich ab. Ja, wahrscheinlich. Wir labern zu viel. Genau. Ja, ich bin natürlich super. Mach die neueste News auf. Und ja, die neueste News ist natürlich, dass es morgen den Podcast gibt. Ha, heißt, wenn ihr ihn hört heute. Oh Mann. Geht super los, aber ist Part Nummer 1 Fehler inbegriffen. Ihr seht schon ungeschnitten und so. Ja, alles in dem Sinne live. Wir schneiden nichts raus. Außer den Anfang, als wir uns noch das Intro angehört haben. Und das ist das Einzige, was wir hier schneiden. Ja, weiter mit den WoW-News oder beziehungsweise fangen wir an mit den richtigen WoW-News. Und zwar hat das Braufest begonnen. Alle Jahre wieder könnt ihr euch ja im Vergleich zum Münchner Oktoberfest die Hucke in WoW voll saufen. Nebenbei ein paar Achievements erledigen und einige Quests und Mounts und alles Mögliche abfarmen. Ich bin froh, dass ich die Braufest-Achievements nicht mehr machen muss, weil ich die alle aus dem letzten Jahr noch hab. Weißt ja, dass es hier eine Änderung gibt zum letzten Jahr, ne? Irgendwas war mit dem Braufestkrug, glaube ich. Wenn ich das richtig in Nee. Erinnerung habe. Nee, das meine ich ja nicht. Ich meine mehr den Dungeon Boss. Im letzten Jahr war es ja noch so, man ist reingegangen, Ah, ja. hat die Quest gestartet und hat dann den Boss gelegt und war dann irgendwie, wenn du mit fünf Leuten dabei warst, konntest das Ganze dann fünfmal machen und er hat die Mounts gedroppt zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das ist dieses Jahr nicht mehr so. Man muss sich dieses Jahr anmelden über den Dungeon Finder. Und einmal am Tag, wenn man sich über den Dungeon Finder anmeldet, kriegt man da eine Schatzkiste in der Form eines Fasses. Und in diesem Fass sind zwei Frosthacken. Und in diesem Fass können dann halt das Pet oder auch die Mounts drinnen sein. Aber wie gesagt, die Chance besteht nur einmal am Tag pro Charakter. Da können wohl auch theoretisch beide Mounts auf einmal drin sein. Das geht wohl, das gab's wohl schon. Aber ja, so viel Glück hatte ich noch nicht. Ja, ich auch nicht, aber ich war noch nicht nochmal in dem Dungeon. Das sollte ich vielleicht auch nochmal irgendwann die Tage tun. Nachdem ich ja nach gut 2,5 Monaten, ich wage es kaum auszusprechen, mein WoW-Account mal wieder aktiviert habe. Solltest du tun. Also, ne, so leicht verdiente zwei Frostmarken, du gehst rein. Also ich das erste Mal war ich drin als Heiler mit irgendwie ein paar Random-DDs und einem T10 Feral-Dudu-Tank, ein Kumpel von mir, fast irgendwie 6.500 G-Score, bla, egal. Auf jeden Fall, ne? Boss aggroht. Ich mach einmal verjüngen, Boss fällt um, Ende. Ja, Ja, das war's. es ist halt, weil die Eventbosse hatten eigentlich nie so wirklich was. Ich erinnere mich jetzt eigentlich an keinen Der Eventboss, hat gar nichts. der wirklich schwer war, aber der hat nicht gar nichts. Der Der kommt, haut und das war's. hat 300 kHP und keine Phasen. Ja, Ende. läuft. Das Kannst auch ist. Solo machen. Ja, könntest du. Jetzt brauchst du ja nicht mal unbedingt irgendjemanden. Ja, doch, das Problem ist, du musst ja jetzt über den Dungeon Finder reingehen. Richtig. Mindestens Level 75 sein, meine ich mich zu erinnern, weil vorher kriegst du den wohl gar nicht.
den Typ. Das mag sein. Also er selber droppt hier immer noch die 200er Trinkets, die man sich auch für die allerersten WLTLK-Marken kaufen konnte, halt in einer abgeänderten Version. Also ist der Lud an sich auch nicht wirklich so der Bringer. Ja. Ja. Ja, siehst du irgendeinen Sinn, sich in WoW zu betrinken? Ich meine, außer dass die Welt schön verschwimmt, sofern man die Vollbeleuchteffekte eingestellt hat. Wow, Eigentlich aber nicht, sonst. eigentlich nicht. Ich meine, es ist ja so wie jedes Jahr. Das Baufest beginnt. Man kann sich besaufen. Man sieht Elex. Die Server fahren runter, die Server fahren hoch. Man sieht keine Elex mehr. Das ist, Schade. ja. Ja, nee, ich weiß gar nicht. Irgendein europäisches Land hat da ja irgendwie Probleme mit, dass diese Elex gezeigt werden. Weil, ne, man darf sich ja, das ist ja schließlich, man darf sich ja nicht betrinken, um dann irgendwas zu sehen. Aber Genau, das das Achievement war mit auch noch dem, dass man letztes sich. Jahr. Genau, aber das Achievement, dass man sich besaufen muss und dann runterspringen muss, das ist okay. Das ist in Ordnung. Brecht euch die ganzen Beine. Ich sehe es schon. Oh nein, Genau. wir dürfen keine rosa Elefanten sehen, aber aus dem vierten Stock springen können wir, wenn Richtig. wir Naja, ist ja so. besoffen sind. Ja. Ja, so viel zum Braufest lassen wir es einfach mal sein, denn es ist spät, bei uns ist es ja, ihr wollt es gar nicht wissen, es ist schon fast Freitag. Heißt ja, der Ja, Podcast kommt schon leider. heute. Und dementsprechend ziehen wir einfach mal ein bisschen an mit der nächsten News. Und zwar gab es Patches, Patches, Patches. Nachdem ja bereits der erste Teil von Patch 4.0.1, sprich dem Cataclysm Pre-Patch, für euch zur Verfügung stand, ich glaube an die 1,7 Gigabyte waren das, wurde auch schon der zweite Patch oder Patch-Teil mit 4,5 Gigabyte zum Download bereitgestellt. Ja, es geht also langsam auf die heiße Phase zu. Heute wurden einiges an Beta-Keys nochmal rausgeschmissen. Gehen wir allerdings gleich dazu darauf ein, wenn wir nochmal mit den Patches fertig sind. Ja, dementsprechend konntet ihr bereits schon höhere Mathematik 6,2 Gigabyte von dem Patch runterladen, sofern ihr das wolltet. Was ihr tun solltet, denn ja, da kommt noch einiges dazu, nehme ich mal an. Also ihr werdet am Das Ende wahrscheinlich wieder bei 10 GB sein. ist größter Patch, wohl den Blizzard hier rausgebracht hat. Ja, also der Cataclysm Client war wieder 16,7 GB am Anfang groß. Und da kamen ja dann auch noch Patches, wie zum Beispiel auch der Beta-Build 12.9.4.2. Der war allerdings sogar für 500 MB groß. Aber alles am Wochenende rausgeschmissen, schön am Sonntag. Heißt, die PTRs sind voll, die Beta-Server sind voll. Eigentlich kann man nirgendwo mehr vernünftig spielen. Wahrscheinlich sind Doch, die doch, normalen Server wieder frei. genau, du kannst auf dem normalen Realm spielen, weil da ist ja keiner mehr. Ja, also ja keiner mehr, gucken sich ja alle den neuen Stuff an. Was ja dann auch bald vorbei ist, wenn der Patch dann live geht. Ich sehe schon die ganzen Mimimi-Threads irgendwie alle 10 Minuten im Forum. Nö, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Bin ja sowieso gespannt. Also, ich meine, der Patch soll jetzt bald kommen. In dem Patch soll viel drin sein, sollen die ganzen Talentänderungen drin sein. Nebenbei sieht man aber, dass sie auf dem Beta-Server teilweise immer noch wieder was ändern. Und also ich bin gespannt, wann der Patch jetzt nun wirklich kommen soll und was für Talentänderungen da drin sind und ob die dann teilweise wirklich final sind oder ob sich da wieder noch was ändern wird. Und also, das ist aktuell ganz komisch. Also. Ja, ne, ich konnte 1,5 bis 2 Wochen jetzt keine Beta spielen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Komm da online und sehe erstmal 3 Talente neu, 5 Talente geändert und denke, WTF? Ich bastel mir mal eine neue Skillung, so nach dem Motto. Das Tollste an dieser Skillung ist, Druiden bekommen ja jetzt ein Talent namens Sunfire. Ja. Sprich, wenn ihr den Solar Eclipse erreicht habt, sprich, hier ganz viel Starfire, also Arkanenschaden gemacht habt und so weiter, dann habt ihr Eclipse im Solar-Bereich. Und ja, dann wird euer Moonfire zu einem Sunfire. Das macht dann auch nochmal Schaden und tickt dann. So, aber halt anders. Das Lustige daran ist, auf dem Beta-Server, sobald ihr den Status erreicht, verschwindet euer Moonfire-Button und da sollte ja dann eigentlich der Sunfire-Button erscheinen. Da erscheint aber nichts. Heißt, ihr habt dann kein Moonfire und kein Sunfire. Heißt, ihr könnt den Kram eigentlich nur mit Zorn runterspammen, weil Insektenschwarm, was ich beim Lehrer gelernt hatte, habe ich bis heute nicht. Da steht in meinem Spellbook immer noch, Wizard your Trainer. Ja, schade. Bereits gelernt. Ja. So, und nun? Ja. Mehr als Das ist Ticket natürlich schon schreiben cool. kannst du nicht. Ja, ich habe auch beim Hildruiden irgendwie schon lustige Sachen gesehen, sowas wie, ne, wenn dein Nachwachsen krittet, bildet sich unter dem Ziel irgendwie so Blumen auf dem Boden, die alle umgrenzenden heilen.
Ganz, ganz geile Geschichte. Ja, welche Blumen? So nach dem Motto. Nee, es gibt schon ein Ja. paar nette Features jetzt, die dazugekommen. Auch diese, die Leute haben sich ja immer gewünscht, ich sehe gar nicht, wenn ich irgendeinen Special-Effekt habe, diese Special-Effekt-Aufleuchtung. Sind ganz nett gemacht und soweit ich mich nicht ganz verguckt habe, kann man die sogar ausmachen, wenn die einen total stören sollten. Aber ist so nicht das Problem. Also ich finde es so ganz nett, gerade wenn irgendwie oben der Klarsicht prockt oder was gut. Genau. Bisschen Freecast, Aber du, den wo wir gerade Haus. Blumen hatten, Ja. ne, es gibt doch jetzt auch hier diese eine unglaublich geile Quest, die da jetzt mit dabei gekommen ist in dem Patch. Da hat ja Plants Blizzard mit vs. PopCap zusammengearbeitet, Zombies. genau. Ne, Plants vs. Zombies, das PopCap-Spiel wurde ja von Blizzard aufgegriffen und in einer wunderschönen Questreihe implementiert. Also man spielt wirklich dann in WoW mit der WoW-Engine wirklich Plants vs. Zombies. Also im Deutschen heißt es ja Pflanzen gegen Zombies. Sie haben es wirklich übersetzt. Ach du Und Scheiße. ne, das Ganze ist dann Peace Bloom vs. Ghoul. Also finde ich sehr lustig. Und Es ist es, also, herrlich, ja. ja, ich denke, können wir einfach ein kleines Video mit raushauen. Also könnte ich mal angucken, das ist echt lustig. Und ich freue mich richtig drauf, das also mal anzugucken, mal zu spielen. Also ich hab Bock drauf. Ja, mach ich da ein eigenes Video oder ach, werden wir sehen. Wir verlinken auf jeden Fall erstmal ein Video. Es wird dann in englischer Sprache sein, da ist einfach mehr zu sehen. Findet er dann unter Weiterlesen, findet er aber auch nochmal genaue Informationen dann in der News zu diesem Podcast. Also erst hören, Genau. dann lesen. Wird auch nochmal irgendwie gleich drüber geschrieben oder so. Gehen wir nochmal zurück zum letzten Beta-Patch. Unter anderem kamen ja die weiblichen Models der Worgen, wovon ich einfach mal drei irgendwie ganz fix mit Photoshop ausgeschnitten habe. Sie sehen ziemlich, ja, gruselig aus. Ein bisschen wie Hunde. Naja gut, das sind ja auch Ist die mehr oder weniger Frage. Hunde, aber. Also, Ja, die Frage ist auch, keine sind sie Ahnung. finally, ich meine, die männlichen Worgen Ja, wurden gut. auch mal überarbeitet und man kann die weiblichen Worgen hier noch nicht spielen. Man kann sie nur im Erstellmenü wohl angucken, aber spielen kann man die ja noch gar Ja, du nicht. kannst erstellen und freust dich dann. Ja, Ja. also. Naja. Was kam noch Feines? Die Gildenmounts. Unter anderem wurden eingeführt, ja, lustiger fetter Skorpion für die Horde. Ne? Bam. Wobei eigentlich, wenn wir schon bei den Worgen sind, Worgen-Mount? Ja, das Imba-Worgen-Mount, dazu muss ich euch unbedingt ein Bild machen, finde Weil ich. es gibt keins. Ende. Richtig, es gibt keins. Ihr habt Worgen bekommen dann. kein eigenes Mount. Ende. Ja, die armen Schweine, die haben dann eine Fähigkeit, ja, hier, ich bin mein eigenes Mount, so nach dem Motto. Genau, die casten dann irgendwie 1,5 Sekunden, gehen dadurch auf alle Viere und laufen los. Ja, kann ich mir einen Worgen als Mount zulegen? Das wäre noch so eine Frage, die ich jetzt hätte. Die Überlegung gibt es, aber es ist wohl ein Cast aufgetaucht, in dem sich wohl ein Spieler in den Drachen verwandeln kann, auf dem dann jemand reiten kann. Diesen Cast gibt es wohl schon im aktuellen Beta-Patch, aber man weiß noch nicht genau, wo der auftaucht. Ob das irgendwie was Spezielles für Alchemisten oder ist oder so. Das soll wohl ein Trank sein, der, wenn man schluckt, den Spieler in den Drachen verwandelt, auf dem man jemand anderes reiten kann. Also vielleicht, ne? Man weiß Ja, es nicht. jemand anders reiten kann, das ist schon klar. Wer weiß, was Blizzard sich dabei wieder gedacht hat. Ja, ich wollte euch ja eigentlich ein Beta-Video präsentieren, das habe ich nicht so ganz geschafft. Dafür gab es das fette Postal 3-Video von unserem, ja, Interview, das Illumin da nicht, im Übrigen nicht machen wollte, als er erfahren hat, das ist in englischer Sprache. Und ich dann 2 Minuten vorher, ja, dann werde ich das wohl machen. Ja, und das Ergebnis habt ihr dann gesehen. Könnt ihr auch auf YouTube entsprechend finden oder ihr guckt auch nochmal auf newsäule.de und dann unter der News More Patches Inc. ist es verlinkt, Postal 3 Video. Über dem Schnucklingbild mit den Walk Ladies, by the way. Genau. So. Ja, wenn wir schon bei Cataclysm sind. Nein, halt, wir waren erst noch bei der Beta und bei Beta Keys. Computerbildspiele hat heute einiges an Beta Keys rausgehauen. Ja, die sind aber mittlerweile alle weg. Irgendwie, ich glaube, keine Viertelstunde waren die alle weg. Ich habe leider, ich habe keinen bekommen. Ich habe das erst viel zu spät erfahren.
Dementsprechend habe ich immer noch kein Beta-Key. Ja, Grusel. Naja, egal. Ja, ich war Ich leider werde es nicht zu überleben. Hause und konnte euch dementsprechend nicht drüber informieren. 19 Uhr ungefähr war das Ganze. Wann hat Computerbildspiele das gepostet? Wahrscheinlich schon ein bisschen vorher. Haben die überhaupt eine Uhrzeit? Ich glaube nicht. Die hatten, glaube ich, keine Uhrzeit. Nö. Naja, auf jeden Fall gibt es da keine Beta-Keys mehr, aber es gibt ja viele andere Wege. Vielleicht, wenn ich Blizzard mal so anhaue. Yo, Jungs, wie sieht's aus? Beta-Keys? Do you have Beta-Keys? Auf der Gamescom wollten uns keine geben. Aber da waren wir noch mit Outlet FM da. Jetzt bin ich ja die fette News-Eule. Ja, wer weiß. Ja, von der Beta zum Release. Ich finde, das ist eine super Überleitung. Ja. Wann kommt denn Cataclysm nun? Wir haben ja schon gesagt, der Patch, der Pre-Patch für Cataclysm wird so demnächst kommen. Wir haben heute den 24. Ja, entweder nächste Woche, Mittwoch, ist vielleicht noch zu eng, wenn sie noch ein bisschen was ändern. Ja, so 6. Oktober wäre ein Datum, was man vielleicht so anpeilen könnte. Kann natürlich auch was ganz anderes kommen, wir kennen ja Blizzard. Immer so, wie es gerade passt. Ja, die Frage ist halt, wann kommt's, wie kommt's? Also, das Ding ist ja, Amazon, ja, das ist so dieses typische, wir wissen nicht genau, wann's kommt, es soll wohl irgendwie November kommen. Packen was mal in die Mitte des Monats, vielleicht haben wir ja recht. Ne? Ja, Das können ist wir nichts so. falsch machen. Genau. Dementsprechend sagt Cataclysm November 16. bis 19. irgendwann da wird schon kommen. Genau. Genauer Release-Termin So. wird so lange nicht mehr dauern und gibt es aller spätestens auf der BlizzCon am Da gehe ich. 22. Oktober. Also ich gehe ja, also mein Tipp ist ja, dass auf der BlizzCon angekündigt wird, es kommt in 3 Wochen. Ja, also ich Das ist persönlich ja denke mein auch, Tipp. dass der Release irgendwann November, Mitte, später November, was ja dann Ja. ungefähr hinkommen würde. Sprich, 11., 18., 11. ist wahrscheinlich noch zu früh, 18., 25., eins von beiden. Wir sollten irgendwie so eine kleine Wette starten und derjenige, der am nächsten dran ist, gewinnt was. Du Oder sag, so. ich sag 3 Wochen nach der BlizzCon. 3 Wochen nach der BlizzCon, und die ist am 22. Nee, Und am zwar, 23. und also 24. drei Wochen nach bis und dann den Dienstag drauf. An dem Dienstag bin ich der Meinung, erscheint, ne, Aha, WLTLK. also 3 Wochen. Also Nicht, eins, natürlich Cataclysm, egal. zwei, drei und dann der Dienstag drauf wäre der Genau. 16., also in dem Fall der 17. Ja. Bei uns. Weil wir kriegen es ja Genau. immer erst am Mittwoch. So Krams. Beliebter Publish-Tag ist aber auch immer der Donnerstag wohl gewesen, habe ich mir sagen lassen. Also schauen wir mal. Obwohl in Deutschland ja auch der Donnerstag so bekannt als Kinopremierentag mehr oder weniger ist. Also dann, wo es für die breite Masse zugänglich gemacht wird. Ne, wobei es natürlich wieder schön, so 16., 17., da tippe ich tatsächlich auf Amazon, ne? Das ist schrecklich, aber ich glaube dran. Ja, Was jetzt, was das ist aber wohl mehr so ist richtig. da, was aber mehr so ist da, ich glaube, ist, dass es nicht mehr so lange dauert. Und ich glaube, dass sie den Termin, wie gesagt, auf der BlizzCon ankündigen werden. Und da werden sie nicht sagen, es kommt nächste Woche. Und ich Ja. glaube, dass es sich dann auch ein paar Tage geben, weil dann wird es bestimmt wieder Mitternachtsverkäufe geben, dann werden wieder Leute von denen nach Deutschland, nach ganz Europa fliegen und überall hin. Und Genau. deshalb denke ich mir, dass 3 Wochen da ein Termin ist, den man anpeilen kann. Ja, zumal es gibt ja die ganzen logistischen Aufwände, die Sachen müssen dann wirklich in Druck gegeben werden. Es gibt nochmal lustige FAQs, Fragen zu dem Spiel, Vorschläge vielleicht sogar, auf der BlizzCon ist das ja alles immer ganz, ganz anders als hier in Deutschland, wenn mal irgendwie Blizzard vertreten ist. Da werden Fragen gestellt, da werden Vorschläge gemacht und die werden dann halt auch eingearbeitet, zum Teil zumindest. Im Gegensatz hier zu dem Europa-Preview in dem Fall, ja, kann man einfach nicht vergleichen. Aber lass uns mal kurz ein bisschen über die Beta sprechen. Sag mal, hast du hier schon Archäologie ausprobiert? Ja, ich habe, nachdem es eingeführt wurde, mir so mal, ja, eine Viertelstunde das angeschaut, weil wirklich mehr Zeit zum Anschauen braucht man eigentlich nicht. Da hat man, ja, für den Anfang sage ich jetzt mal alles gesehen. Ich habe damit noch nicht viel machen können. Aber prinzipiell funktioniert's halt wie ein Secondary Skill. Ihr geht halt zum Lehrer, lernt das Ganze, kriegt dann zwei Spells, beziehungsweise ja zwei Sachen, wie beim Verzauberer zum Beispiel. Einmal euer Menü, in dem ihr halt alles findet, was ihr gesammelt habt. Ihr habt halt die Möglichkeit, verschiedene Artefakte zu sammeln, von Zwergen, Nachtelfen,
hier, da hast du nicht gesehen und kriegt halt mit jeder Sammlung entsprechend Skillpunkte. Und das Ganze geht, läuft dann so ab: Ihr habt einen Skill und ihr habt eure Map. So, auf eurer Map seht ihr dann entsprechend, wo Gebiete sind, in denen ihr Archäologie anwenden könnt. Und ja, da geht ihr dann hin und benutzt euren lustigen Spell. So, dieser Sag mal, lustige. gab es zu dem Zeitpunkt, wo du das gemacht hast, schon XP dafür? Ja, gab Ja, wird es es. wohl. Also, es gibt keinen Bluepost, ob es wirklich die endgültigen XP sind oder ob es nur für die Beta ist, damit die Leute es machen. Aber aktuell kriegst du wohl, wenn du das irgendwie auf, weiß ich nicht, 84 machst, wohl irgendwie 90.000 Punkte pro Artefakt. Ja, ich habe es auf 82 oder 83 gemacht und da habe ich 70.000 gekriegt, ja. Ja, Das das ist ist. echt krass. Wenn man sich überlegt, dass eine Quest irgendwie so 40.000 bis 50.000 gibt, ist das schon übel. Ja, gut, wird man dann sehen, aber im Prinzip hast du pro Gebiet, also habe ich jetzt durchschnittlich drei Artefakte finden können. So, wenn das natürlich dann entsprechend viele Leute machen, kannst du halt natürlich auch Pech haben und gar kein Artefakt da finden. Deswegen, man könnte jetzt auf die Schiene gehen, man versucht es mit den Artefakten zu leveln. Hat den Vorteil, man macht ordentlich XP plus Skills sein Archäologie. Und kriegt vielleicht noch Aber irgendwelche lustigen Mounts oder Pets. genau, kriegt das nur dazu, wenn man Glück hat. Aber naja. Wie funktioniert das Ganze? Ihr fliegt oder lauft oder schwimmt oder was auch immer, welche Fortbewegung euch am liebsten ist. Begebt ihr euch in dieses Gebiet, was dann schön rot eingekreist ist auf der Karte. Und benutzt euren Spell. So, dann castet ihr 1,5 Sekunden. Für Druiden ist das besonders interessant, denn das Ganze funktioniert wunderbar in Flugform. Muss man nochmal Du dazu kannst in gesagt haben. Flugform casten? Ich kann in Flugform diesen Das heißt, du Spell musst noch nicht mal casten. raus? Das ja interessant. Richtig, ich muss da Da nicht mal bin ich raus. froh, dass ich jetzt Das Dudu spiele. heißt Druide! Ich So. spiele das jetzt selber, ich darf Dudu sagen. Du. Dudu. Ja, auf jeden Fall castet ihr das und dann stellt sich so ein, ja, so ein Fernrohr auf, so schön mit drei Stelzen, also es steht auf dem Boden, stellt sich auf und hat dann drei Farben, rot, gelb oder grün. Die sagen euch, wie weit ihr weg seid. Rot ist natürlich weit weg, gelb ist, jo, näher dran und grün ist halt irgendwo da in der Nähe wird's sein. Ja, ihr stellt das Ding auf, es guckt in eine Richtung und dann, ja, wenn es rot ist und in Richtung Norden guckt, dann fliegt ihr halt meinetwegen 50 Meter Richtung Norden. Stellt das da nochmal auf. Guckt dann, wo euch das Ding diesmal hinzeigt. Ja, jetzt ist es vielleicht gelb. Guckt ein Stück zurück, also genau die andere Richtung, fliegt ihr halt wieder ein Stück zurück und orientiert euch praktisch immer an diesem Fernrohr, bis es grün ist und irgendwann dieses Artefakt da ist. Das steht dann da, ist nicht zu übersehen, glitzert auch. Blizzard hat ja seit oh, knapp 2 Jahren jetzt fast oder anderthalb Jahren das Ding, alles, was man looten kann, glitzert. Also auch Kräuter etc. So ist es mit diesen Archäologiefiguren auch. Das glitzert, da switcht man dann wirklich raus. Aber die sammelt man in 1,5 Sekunden ein. Heißt, bis man das wirklich gelootet hat und rausgeswitcht ist, ist man schon wieder in der Flugform drin. Ja, sammelt das ein und kann dann entweder in dem Gebiet weitermachen oder sich ein neues Gebiet suchen, je nachdem, ob das Gebiet dann auch weg ist schon. Also prinzipiell ist es nicht schwer, diesen Beruf wirklich anzuwenden in dem Bereich. Ja, da bin ich ja gespannt, was er da noch reinbringen. Also haben wir gesagt, der ist leicht erweiterbar, was da noch reinkommt. Schauen wir mal, könnte lustig werden. Ja, das auf jeden Fall. Also, er macht auch noch nicht wirklich so viel Spaß. Muss ich gestehen. Es gibt ja Berufe, da denkst du, ja, kann ich mal machen. Aber ist halt mal wieder was anderes. Und mich wundert wirklich, dass diese Mechanik so funktioniert. Das zeigt wirklich in die Richtung, wo du hin musst. Also zum Großteil. Zwei, dreimal habe ich es gehabt, irgendwie da bin ich genau in die Richtung geflogen und auf einmal zeigt er irgendwie nach links. Und immer noch rot. Also, naja, aber passiert. Ist nicht so das Problem. Was gibt es noch? Blizzard hat eine neue Vorschauseite mal wieder veröffentlicht. Und zwar geht es dort um den Kampf in oder Kampf um Gilneas. Es geht um den Kampf um Gilneas. So. Sprich, einem neuen BG, was mit Cataclysm eingeführt wird. Gibt es viele, viele Infos drauf. Sollte man sich am besten selber nochmal angucken. Lohnt sich. Gibt auch schicke Bilder dazu.
werden wir, denke ich, nicht viele Worte drüber verlieren, außer, was ist dein Eindruck zu dem BG, was du jetzt aus den Informationen hast? Mein Eindruck ist, es ist ein BG. Ich habe mir die letzten zwei auch noch nicht angeguckt. Gut. Das letzte, das, also ich war noch nicht mal in 1000 Winter. Das letzte Mal, dass ich PvP gemacht habe, außer irgendwie World PvP, weil mich irgendjemand ganken wollte, war tatsächlich zu, also ich sag mal so, da war mein Paladin noch 70. Ja, läuft, würde ich sagen. Ja, mit Cataclysm und dem Cataclysm Pre-Patch werdet ihr natürlich auch in den Genuss des neuen Launchers kommen. Hat viele nette neue Features, macht es euch möglich, irgendwie, wenn ihr so hibbelig seid und unbedingt zocken wollt, relativ früh zu spielen. Sprich, Ampelsystem wurde eingeführt. Es gibt drei Stufen, die der Launcher durchläuft. Einmal rote Stufe, heißt, ihr könnt noch nicht spielen. Es sind essentiell wichtige Sachen, die für den Patch erforderlich sind. Die müssen runtergeladen werden. Das sind aber meistens maximal 5% von dem Gesamtpatch. Dann gibt es die gelbe Stufe. Da sind alle relativ wichtigen Sachen drin. Aber halt noch nicht der ganze Feinschliff, aber dementsprechend könnte euer Spielvergnügen beeinträchtigt werden. Aber ist klar, wenn nur der halbe Patch runtergeladen ist, könnt ihr natürlich nicht alles erleben. So, aber ihr könntet rein theoretisch schon spielen. Und dann gibt es die grüne Stufe, alles ist schick, alles ist da soweit und ja, ihr könnt eigentlich loslegen mit dem Zocken. Ist eigentlich relativ nett gemacht, finde ich. Also ihr kommt nach Hause, habt Raid und stellt fest, ah verdammt, Patch, aber ich habe doch gar keine Zeit. Genau. Dann, ne, könnt ihr halt irgendwie ein bisschen vom Patch runterladen, seid dann gelb, könnt dann trotzdem zocken. Da muss man sehen, natürlich nur, wenn ihr auch eine gute Internetleitung habt. Ich meine, ein Kumpel von mir zum Beispiel hat jetzt irgendwie wirklich eine Gümmelleitung. Der hat auch irgendwie, der saugt immer noch in dem Patch aktuell. Und ja, also der kann nicht zocken, wenn er lädt. Ja gut, man kann die Funktion ja auch ausstellen, dass man während des Sp runterla also während des Spiels runterlädt. Kann ja anfangen zu laden, dann hat man gelb und dann ist man beim Raid. Hat zwar nur irgendwie 20% Okay. von dem Patch geladen, aber sagt dem Downloader ja, nie, während ich zocke, lädst du bitte nicht weiter runter. Das hat man ja jetzt schon auch Eine die Variante, Möglichkeit. ja. Mit dem Background-Downloader, gerade jetzt, wo die einzelnen, ja, Pre-Patch-Parts mehr oder weniger zur Verfügung stehen. Es, ja, bleiben wir bei Cataclysm. Und ja, der PvE und PvP-Währungsreform. Ja, ihr müsst alle mehr Steuern zahlen. Nein, natürlich nicht. Die Marken werden ja mehr oder weniger komplett abgeschafft. Fuß. Und eure momentanen Marken müssen ja noch irgendwie verrechnet werden. Die habt ihr euch schon erspielt. Und Blizzard will euch dafür ja nicht bestrafen, dass ihr die nicht mehr ausgeben könnt. Was ich ziemlich cool finde, weil momentan bin ich ja damit gestraft, dass ich noch irgendwie, keine Ahnung, 250 Abzeichen aus The Burning Crusade bei mir im Konto rumfliegen habe. Das ist relativ cool, dass die da auch mit eingerechnet werden, denn für einen gewissen Teil der Embleme bekommt ihr Gold. Für andere Teile der Embleme bekommt ihr die neuen Punkte. Die PvE-Punkte. So, das sind die PvE und zwei. PvP, ja. Genau, das sind die zwei letzten PvE-Marken in dem Fall. Einmal die Marken des Frosts und die Marken des Triumphs. Und für die Embleme des Heldentums, sowohl wie als auch Ehre und Eroberung, bekommt ihr jeweils pro Emblem ganze 5,5 Gold. Und für Abzeichen der Gerechtigkeit, heißt BC lässt grüßen, bekommt ihr noch 1,8 Gold. Ja, also 1 Gold 80. Wobei man da gucken muss, aktuell auf dem PTR ist das Ganze schon drauf. Da kosten die T10-Items, sage ich jetzt mal, wirklich 1100 dieser neuen Punkte. Wenn man das umrechnet, bräuchte man aktuell 400 Marken, um sich dann ein T10-Teil kaufen zu können. Das finde ich schon verdammt happig, wenn man da jetzt irgendwie seinen Char nochmal ein bisschen nachequippen will, um dann mit Cataclysm gleich durchzustarten, ist das echt hart. Also mein Druide ist hier noch nicht lange 80, ich bin hier jetzt gerade noch so ein bisschen am Equip dazu farmen und so und ich hab's dann echt schwer. Also ich versuche jetzt noch Marken zu kriegen, die rauszuhauen, weil ich sag mal so 400 Marken für ein Item. Ja, ist die Frage, wie viele Punkte man dann kriegt von den neuen Punkten. Also klar,
Man kriegt dann ja wahrscheinlich auch andere Punkte, damit man pro Boss nicht irgendwie 5 Punkte kriegen. Ich denke, das werden, hoffe ich mal, schon mehr. Aber muss man mal sehen. Ja, man muss natürlich dazu sagen, die Umrechnungen sind noch nicht final und ich bin der Meinung, man braucht gar nicht unbedingt T10, um ins Addon zu starten. Klar, es macht es einem einfacher, aber wenn man so wirklich braucht, meine Punkte, denke ich, aufsparen. Aber ich bin mir noch nicht, auch Ja, noch nicht ganz sicher. das ist ja der andere Punkt, dass man die Punkte auch aufsparen kann, dem Cap von 4000, und dass man sich dann theoretisch gleich mit Level 85 den Erstmal das Schmuck erste kaufen dicke kann. Item kauft, ja. Ja, also es ist da, glaube ich, es ist da noch, soweit ich weiß, noch nicht bekannt, was es da für Items geben wird auf 85. Aber es sind ja die billig, also die niedrigen Punkte. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie halt nicht gleichzusetzen ist mit Items aus dem ersten Raid-Tier. Dementsprechend würde ich sagen, sind es, wenn man es mal auf WLTK ummünzt, dass man sich dann für Punkte irgendwelche blauen 200er-Items kaufen kann. In dem Fall halt dann blaue 333er, glaube ich, müssten das sein. Die Heroics und auch die normalen Instanzen sollen wieder anspruchsvoller werden und sind zum Teil auch anspruchsvoller. Und Blizzard will halt wieder dieses Schema haben, du musst dir deine Items verdienen, damit du wirklich Heroics vernünftig machen kannst. Ihr werdet jetzt auch Richtig. sehen, gerade, also gerade am Anfang noch wahrscheinlich, bis die ersten Welle der Mimi-Threads kommt, werden die Firma Dungeons auch richtig heftig sein. Zum Teil werdet ihr ohne CC nicht weiterkommen. Ich war in der einen Unterwasserinstanz, ich habe den Namen mittlerweile vergessen, da waren halt einfach zwei, drei Heiler und nochmal zwei andere Mobs. Ja, die Heiler haben sich so schnell geheilt, heißt ohne Schieb und irgendwas, war da irgendwann Ende. Du standest da dann 5 Minuten, wenn du kein CC hattest. Aber mittlerweile wurde das alles so gut gemacht. Auch gerade, ja, wenn ich jetzt wieder mit meiner Eule posen kann, ich habe ja Counter ohne Ende gekriegt. Ja, also der große Unterschied, den ich sehe, ist, ich meine, wenn man sich überlegt, von BC zu WLTK, hattest du dann Tier 6, hast du auf 80 gelevelt, bist nach Naxx und bist in Heroes, Ende. Richtig. Das klappt mit Cataclysm nicht, weil man allein schon für die Heroes braucht man ein durchschnittliches Item-Level von 333, um überhaupt in eine Hero rein zu dürfen. Das ist Das krass, ja. heißt, ne, selbst wenn du das Top 277er ICC-Gear hast, ja, reicht. Damit kommst du noch nicht mal in die 85er Non-Hero-Unis, weil für die brauchst du, glaube ich, ein Item-Level von 300. Ja, habe ich Have jetzt nicht im fun. Kopf, aber ja. Das Lustige ist auch, ihr könnt da nicht einfach Dungeon-Suche aufmachen und sagen, ja, ich würde jetzt gerne den Dungeon. Nein, ihr müsst Genau. das Dungeon-Tor erst das erste Mal erkundet haben, bevor ihr euch darüber überhaupt anmelden könnt. Wenn ihr nicht da gewesen Richtig. seid, habt ihr Pech gehabt. Richtig. Ein Dungeon muss erst einmal entdeckt werden und dann kann man sich über das Tool anmelden. Finde ich auch cool. Ja, meine, viele, die sich da einfach den Weg dann gespart hätten. Ich meine, so sieht man auch einfach mal alles Neues. Ja, Und und der große Unterschied ist dann auch nicht dieses. Ja, ich war hier schon ein paar Mal drin, bin noch nie gevibed. Verdammt, wo ist denn jetzt der Eingang? ja, so Ne? ungefähr. Na gut, in Blackrock ist das Ganze noch relativ einfach. Statt nach Sag das UBS nicht, zu. sag das nicht. Wenn jemand Ja, stirbt und noch gut. nie da war und dann irgendwie von der Mithrilspitze aus laufen darf, der findet den Eingang auch nicht. Und dann den Weg im Blackrock in die Also. richtige Instanz. Hä? Na, die ist auf jeden Fall für die Leute, die schon mal in Blackrock waren, was ja so ziemlich 90% der Leute wahrscheinlich gewesen sind. Ja, ihr geht nicht nach UBS nach oben, sondern geht da einfach unten gerade weiter und dann links ab. Da, wo Ja. der Versammlungsstein steht, stand. Ich spring immer über den Balkon, wenn ich nach UBS will. Richtig. Aber du gehst da Aber halt man nicht kann ja nach auch. oben, sondern läufst unten unter der Kette einfach weiter geradeaus. Okay. Also unter Das der Kette heißt. durch, nicht die Kette nach oben. Geradeaus und dann links. Du kannst auch da Ah, okay. oben. Und dann, wenn du damals das BWL Prequest hier geholt hast, diesen ganzen Gang nach unten laufen. Dann kommst du da auch Okay. an, aber das wäre Okay, ich umständlicher. verstehe. Naja. Ja, wir hatten es vorhin bei der Archäologie schon mal angesprochen. Es gibt zum Teil XP für Genau, nicht Sammelberufe. richtig. Also es heißt immer XP für Sammelberufe, aber was ich mich da immer schon die gesamte Zeit frage, ich habe leider nichts drüber gefunden.
Also man kriegt Kanzler XP für Sammelbufe. Sprich, man wird, wenn man Bergbau betreibt, XP kriegen. Man wird, wenn man Kräuterkunde betreibt, XP kriegen. Kriegt man auch XP, wenn man was kirschnert? Na, ist in dem Fall auch ein Sammelberuf, also ja. Das ist die Frage. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Also, weil das wäre ja krass. Du haust einen Mob um, kriegst XP, kirschnerst ihn, kriegst XP. Geil. Nett, oder? Ich kann ja einfach mal auf dem Beta Realm mir ein Char erstellen und mit dem Kirschner lernen, Doc. Soll Ja, ich das mach. in meinen Fragenkatalog aufnehmen? Ich bitte dich, kannst du gleich unter Ravenhold schreiben. Ja, nochmal zu der Sache. Ich hoffe, nächste Woche dann wirklich jetzt, wo meine Beta-Version auch endlich wieder läuft, nachdem ich sie neu installiert habe. Kotz. Gibt's nächste Woche auf jeden Fall dann ordentlich mal Videomaterial, in dem ich auf eure Fragen zur Beta eingehe. Der Doc hat mir schon einiges geschickt. Akros, die ein oder anderen von der, ja, langen Community werden ihn auch noch kennen, hat mir was geschickt. Und ein paar andere waren auch noch dabei, die was geschickt haben. Und ja, die Fragen werde ich dann natürlich einarbeiten, so gut es geht oder sofern ich sie beantworten kann. Ihr seid gerne immer dazu eingeladen, weiter Fragen zu schicken. Das Ganze geht an mystics@newseule.de. Und wenn ihr dem Doc sagen wollt, was für eine geile Sau er eigentlich ist, dann könnt ihr das auch tun, und zwar an doc@newseule.de. Er kann euch zwar Aber nicht wenn ich euch. antworten, aber er kann Ja. lesen. Ich kann euch auch antworten, aber nur über eine andere E-Mail-Adresse. Ja. Ja. Also nein, es ist Technik. dann kein Egal. Spam. Ich könnte das auch einfach von meinem Konto dann schicken. Dein Postausgangskonto funktioniert bei mir, ja. Nur Ja, meint ihr's richtig. Nur bei mir nicht. halt nicht. Das ist ja. Ist egal, liebe Community. Ja, haben wir die Sammelberufe damit auch abgehakt. Und gehen nochmal. Ashenvale gab es ebenfalls ein Preview von Blizzard. Müsst ihr euch auch angucken, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Eine letzte Sache, die ich noch relativ interessant finde, oder zwei, die wir hier noch haben, und dann wird es auch langsam schon zu alt und zu unaktuell, die möchte ich auch trotzdem noch erwähnt haben, denn das Trolle- und Gnomen-Event ist ja gestartet. Es Genau. gibt zwar nicht allzu viel zu tun, aber relativ nett, die Gnome wollen halt Gnome Regan wieder haben, ihr müsst sie dabei unterstützen und ein paar lustige Moves machen, um das zu vollbringen. Ja, und auf Seiten der Trolle sieht es dann, ja, eigentlich fast genauso aus. Jein, also auf Seiten der Trolle muss man nicht wirklich irgendwie Moves machen, man muss dann jetzt nicht groß salutieren und tanzen und sowas. Es ist Tanzen recht cool mussten von wir der auch Story. nicht. Doch mussten wir, Ja. Also scheiße. es ist recht lustig von der Story, auch die Synchro finde ich sehr cool und den Akzent der ganzen Trolle und des Trollgeist und so, also kann ich nur empfehlen, das nochmal zu tun. Wie gesagt, wenn der nächste Patch kommt, ist es nicht mehr möglich, es zu tun, dann wird es entfernt. Also es ist nur bis zum nächsten Patch möglich, diese Events zu machen. Und wenn man sowieso WoW spielt und das noch nicht hat oder sich überlegt, ja komm, ich will eh wieder anfangen. Fangt vielleicht einen Tag früher an, guckt es euch an, aber ich sag mal, extra dafür den Account zu reaktivieren, lohnt sich nicht. Es ist ungefähr eine halbe Stunde, dafür lohnt sich's nicht. Ja, erstens das und zweitens, ja, die zwei Items, also bei der Allianz waren es zwei Items, bei der Horde dann wahrscheinlich auch, die man dafür kriegt, lohnt sich dann auch nicht so wirklich. Bei der Allianz Genau. habt ihr halt einen tollen Umhang, der nichts kann, mehr oder weniger. Aber Level Und 75 Voraussetzung hat. ja, weil man auch das komplette Event nur machen kann, wenn man mindestens Level 75 ist. Genau. Man kann die Ja. ersten Quests schon vorher machen. Das habe ich mit meinem Druiden gemacht. Genau. Da war nämlich da 74. Hat dann die ersten Quests gemacht, wurde dann 75 und konnte es dann beenden. Genau. Und ja, das zweite Item, was ihr dann noch kriegt, ist ein lustiger Transformator, der euch alle 4 Stunden in ein Gnom verwandelt. Oder Für eine halt in halbe einen Troll. Stunde. Ja, in dem Fall in einen Troll. Hojo man. Ja, und wenn wir schon mal bei den Trollen sind, dann bleiben wir da auch. Der für heute letzten News, würde ich sagen. Und zwar, ja, der Pappeimer ist mal wieder ausgelaufen. Die Und nicht Troll der und Trolldruide. Die Troll und Druiden, ja, die Troll und Die Troll- und die Druidenformen. Druidenformen, genau. Genau, die Troll und Worgen-Druidenformen für Katze und Bär, hat Blizzard gepostet. Und ja,
Mir gefallen sie nicht. Also Troll sieht für mich aus wie bunter Farbklecks. Und Worg, ja, ist annehmbar. Sind ein paar nette Sachen dabei, aber haut mich jetzt auch nicht so um, sag ich jetzt mal. Aber Troll ist für mich absolut misslungen. Also, ich find's geil. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich stehe auf sowas und ich werde Trolldruide. Ich würd maximal die komische weiße Katze mit den lila Haaren nehmen. Dann kriege ich diesen hässlichen Bären mit der lila Mähne. Der sieht ja richtig eh aus. Ja, wobei, also ich finde den dunklen mit den roten finde ich in beiden Formen gar nicht schlecht. Ja, hat irgendwie was, ja, mächtiges. Ja, ich Definitiv. brenne, mein Pony brennt. Wobei, was ich mich ja frage, ist, ne, ich meine, es gibt ja jetzt spezielle Bärformen, spezielle Katzenformen, aber Eule und Baum sieht bei allen gleich aus. Das ist irgendwie auch unfair, ne? Ich warte immer noch, aber andere Formen scheinen ja wichtig zu sein. Ich wette, die machen sogar vorher die scheiß Seelöwenform nochmal neu, bevor ich eine neue Mutkindform kriege. Ja, und dann ist auch die Frage, ne, wie sieht die Reisegestalt der Trolle aus? Und ja. Ja, wahrscheinlich genauso wie die Reisegestalt für alle. Aber Jein, also, ne? Die ja, Horde gut. haben hier einen Gepard und die Allianz, da Allianz haben ihren komischen Panther. Wiss, Panther, wir haben voll den gefleckten, ja, Leopard würde ich das jetzt auch nicht schimpfen. Aber, Stimmt, das war aha. die alte Katze, die ich gerade dachte. Nee, stimmt, Ja, hast recht, ja. richtig. Ja. Kacknapp. Du Wobei der Unterschied Fraustock. ist ja, ne, ich meine, der Taure hat ja Hörner und der Troll hat ja Hauer. Ne, das ist ja der große Unterschied. Ja, gut. Au. Wow. Ja. Das ist alles höhere Magie. Das sieht am Ende alles gleich aus. Streng geheime Trolltechnologie und so. Ja, genau, so ungefähr. Ja, ich habe zwei News übersprungen, weil ich die ans Ende packen wollte. Wir können was gewinnen, liebe Community. Ja, wer hätte gedacht. Ihr habt noch, ja, nicht mal mehr eine Woche Zeit, 6 Tage noch, um genau zu sein, bis zum 30.09. entsprechend, ein derbes Logo zu machen, wenn ihr das möchtet. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe auch schon eins gemacht, aber ich darf ja jetzt nicht mehr gewinnen. Ich gehöre ja jetzt zum Team. Ja, Doc hat auch schon ein super Logo gemacht. Das werde ich dann auch nochmal verlinken. Hast du es noch? Sonst schicke ich es dir. Ja, ich habe es noch irgendwo. Ich muss es nur wieder suchen. Ja, was für ein Logo hätte ich gern? Ich will halt, wenn ich irgendwelche tollen Screenshots mache, einfach bam, Stempel drauf, News-Eule, fertig. So, wie ihr das Logo designt, ist eigentlich vollkommen euch überlassen. Es sollte halt nur irgendeinen Bezug zu News-Eule haben und natürlich News-Eule draufstehen. Dass auch jeder weiß, wo es herkommt. Ob ihr nun News-Eule oder newseule.de schreibt, ist mir dabei relativ egal. Es soll nur schön knackig aussehen. Jeder soll wissen, was gemeint ist. Und ja, es soll nach Möglichkeit irgendwie verwendbar sein. Wer keine Idee hat, kann sich dann ja morgen Der soll mir eine beziehungsweise E-Mail heute. schreiben, ich habe genug Ideen, ich kann's nur nicht. Ja, entweder das oder der kann sich dann Docs erste Ja. Paint-Skill-Zeichnung ebenfalls in dieser Podcast-News angucken. Und wer eine nette Vorlage braucht, Community-Mitglied Werner hat euch nette Uhu-Augen zur Verfügung gestellt. Die sehen ziemlich evil aus. Ich finde die ziemlich geil. Das hätte man auch im Banner machen können. Aber Banner habe ich ja jetzt erstmal eins. Und es gibt noch ein zweites Banner. Das werdet ihr aber dann sehen, wenn ja die nächste derbe Sache an Start geht. Müsstet ihr rein theoretisch, wenn alles glatt läuft, auch an diesem Wochenende was dazu erfahren. Wahrscheinlich sogar schon am Samstag. Ich könnte ja einfach mal auf die Seite gehen. Ob sie schon released ist. Aber ich glaube nicht, zum Wochenende sollte das Ganze gemacht werden und ich krieg dann auch nochmal Bescheid. Also, nee, die Seite ist auch noch nicht fertig. Also gibt da dann erst was, wenn es da ist. Sprich, dann habt ihr auch die Möglichkeit, dieses Banner, was da ist, für euch zu nutzen, wenn ihr irgendwie mich verlinken möchtet. Müsst ihr ja nicht, aber könnt ihr gerne tun. Dann habt ihr da ein nettes Banner, was ihr irgendwo hin platzieren könnt. Und dann sage ich, jo, hier, News-Eule, klick mich. Und dann geht's los. Dann landen sie direkt bei mir. Ja, so viel zum Gewinnspiel. Was es zu gewinnen gibt, sage ich euch nicht. Auf jeden Fall ganz viel von der Gamescom. Hihi.
Und ja, zu Weihnachten gibt es auch nochmal ordentlich was von Post 3. Deswegen solltet ihr euch einfach mal das Video angucken, um zu wissen, was es da für nette Sachen gibt. Ich weiß selber noch nicht, was ich kriege, wie viel ich kriege, aber ich kriege auf jeden Fall was. Jetzt habe ich mit dem derben Typ schon klar gemacht, weil um die Weihnachtszeit haben sie ordentlich was, haben sie gemeint. Und dann gibt's das dann. Doc! Welche abschließenden Worte hast du am Ende des ersten Casts zu bringen? Ja, meine abschließenden Worte ist, ihr solltet auf jeden Fall euch den nächsten Eulencast anhören, denn da haben wir einen Special Guest, der uns dann hier zur Seite steht. Dann sind wir nicht nur zu zweit, dann sind wir praktisch schon zu dritt, die beiden Druiden und der Mohawk, könnte man sagen. Und der Kacknub. Und der Kacknoob, der inzwischen sogar aus Stormwind rausfindet. Okay, ist egal. Schaltet auf jeden Fall ein. Immer freitags hier auf newseule.de sollte ja es Änderungen daran geben, werdet ihr das natürlich von uns erfahren. Alle wichtigen E-Mail-Adressen findet ihr auch nochmal in der News. Ja, wir hoffen, euch hat der Eulencast 1.0.000 gefallen. 1.337. Genau. Denn dann kriegt ihr den auch entsprechend oft Feedback gerne per E-Mail oder per Comment oder per IRC. Ihr könnt nämlich auch dem IRC joinen, da sind wir nämlich auch. Raute News-Eule im Quakenet findet ihr uns. Ich werde demnächst auch nochmal eine Anleitung posten, wie ihr da reinkommt. Falls ihr das nicht wisst, ist alles gar kein Problem. Machen wir ja. Wir wollen ja mit euch kommunizieren und ihr vielleicht mit uns und das ist einfach mal der schnellste Weg. Natürlich läuft Genau, nebenbei und immer das E-Mail-Konto. schaut sonst immer auf unserer Seite vorbei. Wir sind wild am Planen, Neuerungen für euch, immer wieder schön. Also wir können noch nichts versprechen, aber wir sind am Planen. Da wird bestimmt bald wieder ein bisschen was kommen und wir arbeiten nur für euch. Ja, in diesem Sinne ein schönes Wochenende, liebe Community, bleibt uns treu, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Piu Piu Moonfire mit Doc und Mystis und The Special Guest. Da 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 dam. Ja.